So, Riffi. Noch 2 Stunden, dann haben wir es geschafft. Ne? Ja. Dann gibt's erstmal ein ordentliches Frühstück und danach ab ins Körbchen. Also, du ins Körbchen und ich ins Bett zum Frauchen. Hallo? Gut. Hallo? Niemand hier, Riffi. Brauchst keine Angst zu haben. Na, komm. Da haben wir doch mal Glück gehabt, ne? Hallo? Hier unser Hausmann so ein bisschen, ne? Also, ich finde das ja super, nicht falsch verstehen, ne? Muss man ich immer hier euren Mist wegmachen, oder was? Nee, die Kekse sind nicht von mir. Wie kann es 20 Wohlenberger? Morgen. Morgen. Na, dir scheint es heute gut zu gehen. Ja, geht ganz gut. Und? Wie ist die Lage zu Hause? Ach, Emma sagte heute Morgen. Aber Papa wohnt doch hier bei uns, auch wenn ihr euch gestritten habt. Jo, bestanden. Einsatz für euch. Einbruch in ein Medikamentenlager. Großhandel. Truchmannstraße 5. Kann ich noch einen? Ja, klar. Bestimmt lecker, so wie ich dich kenne. Ja, aber die sind nicht von mir. Und Sie sagen, die Einbrecher hätten ihren Hund geklaut? Ja, 100%. Wie heißt denn Ihr Hund? Eigentlich Riffifi. Aber hören tut er auf Riffi. Das ist so ein ganz liebes, ruhiges Tier. Nie im Leben wird er ausgebüxt. Das können Sie ja gleich alles mit der Polizei beschnacken. Bei Ihnen ist soweit alles okay. Sie haben ein leichtes Schädel-Hirntrauma, deswegen die Kopfschmerzen. Ah, Gehirnerschütterung. Genau. Wir würden aber trotzdem gerne noch ein MRT in der Klinik machen, um alle Eventualitäten auszuschließen. Moin, Hauptkommissar Moore. Moin. Sie sind der Wachmann, der niedergeschlagen wurde? Ja, Krause, mein Name. Wolfgang Krause. Also, ja, können wir die Befragung bitte später machen, nach der Untersuchung im EK? Wir sehen uns dann im Krankenhaus, Herr Krause. Aber ich muss ja doch wegen meinem Hund Bescheid sagen. Herr Krause, erst Ihr Kopf, dann Pfiffi, ne? Riffi. Riffi. Heinz, komm mal. Schon toll, wenn der Arbeitstag mit einer Kaffeepause beginnt. Guten Morgen. Auch einen Keks? Nee, danke. Ihr müsst vorhin die Erdmannstraße auf dem Kiez nach einem alliierten Mann in einem China-Restaurant. Genaue Adresse steht drauf. Ohne, die Kekse sind sensationell. Die sind aber nicht von mir. Wissen wir denn schon, was gestohlen wurde? Nasifit, Pulmoaktivsaft und Pulmoaktivsalbe. Hustensaft und Nasenspray? Das ist doch nicht verschreibungspflichtig, oder? Wer dringt in ein Medikamentenlager ein und klaut Sachen, die er rezeptfrei in jeder Apotheke bekommt? Jemand, der einen starken Schnupfen hat? Danke. Wo ist Marder? Zu dir! Wo? Wo habt ihr sie hingebracht, hä? Ist sie da drin? Sauf sie an ihr! Sauf sie an! Collar! Schuss, 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 sch
Lass ihn los! Polizei! Lass den Mann los! Okay, ganz ruhig jetzt. Ich will nur meine Maler. Stehen bleiben! Weg mit dem Ball, sofort! Das ist nicht mein Hackebein. Runter damit! So, das Hackebein ist weg. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt hier raus und unterhalten uns in aller Ruhe und friedlich. Haben Sie das verstanden? Nicht ohne Maler. Sie zuerst, na los. Nicht ohne Maler! Wir finden Maler, okay? Wie heißen Sie? Ich? Hauke. Hauke Engelhardt. Herr Engelhardt? Hauke. Hauke. Wir helfen Ihnen, Maler zu finden. Aber erstmal müssen Ihre Verletzungen versorgt werden. Dafür gehen wir raus aus der Küche, ja? Okay. Na los. Aber der da darf nicht weggehen! Niemand geht hier irgendwo hin. Kommen Sie. Gehen Sie vor. Na los. Mhm, verstehe. Und die Blutwerte? Ja, gut. Das schaue ich mir an, ja? Vielen Dank. Morgen. Morgen, na? Ihr wollt bestimmt zu Herrn Krause. Ja, ja, ist er ansprechbar? Ja, die Werte sind soweit stabil, aber er hat noch Kopfschmerzen, Frau Kuhn. Wir machen es kurz und schmerzlos. Gut, ihr liegt im Zimmer 12. Na, wisst ihr was? Ich muss sowieso in die Richtung. Ich kann euch bringen. Na, alles okay bei dir? Siehst müde aus. Na, Stress mit Philipp. Oh, das tut mir leid. Schon gut. Oh je, ich muss. Ja, geht schon mal vor. Nee, bleib zu Hause. Ich bin doch eh bald wieder raus hier. Ja, du, Schatz, die haben den Riffi. Ja. Ja, ich tu natürlich an. Nee. Telefonieren Sie ruhig zu Ende. Kommen Sie, ich bin fertig. Du, Schatz, ich muss Schluss machen. Die Kollegen von der Polizei sind hier, ja? Ja, mach das. Tschüss. Mach das. Moin. 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 Na, Herr Krause, was wissen Sie noch von dem Einbruch? Haben Sie einen der Täter sehen können? Ja, wie denn? Sie sind da von hinten gekommen. Ich konnte doch gar nichts sehen. Aber von einem können Sie ausgehen. Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Wieso? Ja, weil die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Schwachstelle vom Lager ist der Lieferanteneingang. Und da sind die Kerle auch sicher eingestiegen, richtig? Ja. Seit Jahren, sag ich der Betriebsleitung, baut ein ordentliches Schloss ein. Aber nee, da wird ja jeder Cent erstmal umgedreht, anstatt was für die Sicherheit zu tun, ne? Und Sie meinen, die Einbrecher wussten, dass der Lieferanteneingang die Schwachstelle ist? Ja, dann müssen die irgendwie ausbaldobert haben. Und dann haben sie mich mit dem Geräusch zwischen die Regale gelockt und da haben sie mich dann überfallen, ne? Profis eben. Ja. Und die Kamerabilder? Wahrscheinlich auch nichts zu sehen, ne? Wir haben das Material von 3 Kameras, aber darauf ist nichts zu sehen. Gibt es weitere Kameras? Im Medikamentenlager, glaube ich, 4 Stück. Haupt- und Lieferanteneingang und dann jeweils einen an der Nord- und Ostseite im Gebäude. Ich kümmere mich mal um die 4. Kamera. Ja, mehr habe ich Ihnen leider gar nicht zu bieten. Auf jeden Fall war es sehr hilfreich. Vielen Dank. Früher wollte ich eigentlich auch mal zur Polizei. Aber dann hat das mit der Prüfung nicht hingehauen. Ja? Auf jeden Fall haben Sie uns sehr geholfen. Ach Mensch, das Wichtigste habe ich Ihnen ja noch gar nicht gesagt. Die haben meinen Hund geklaut. Meinen Riffi. Ihren Wachhund? Ja, genau. Entschuldigung. Kann man denn einen Wachhund klauen? Ich meine, da muss ich doch gewehrt haben, gebellt oder gebissen. Und mein Riffi? Och, nee. Beißen würde der überhaupt nicht und bellen tut er auch nicht. Das ist eben so ein ganz netter, ne? So ein ganz lieber. Okay, Frau Chung, Sie haben also keine Ahnung, warum Herr Engelhardt hier in Ihre Küche gestürmt ist. Überhaupt nicht. Er ist direkt in die Küche gerast und auf meinen Vater losgegangen. Ihr Vater ist der Koch? Genau. Wer diese Maler ist, das wissen Sie auch nicht. Nein, keine Ahnung. Und den Typen habe ich auch noch nie im Leben gesehen. Und wie sieht's aus? Na ja, sieht schlimmer aus, als es ist. Wir wundern sie nicht tief. Deswegen, ich bin hier fertig. Von mir aus. Ich könnte ihn übernehmen. Danke. Kommen Sie.
Na gut. Vielleicht sollten Sie in Zukunft darauf achten, Ihre Konflikte ohne Hackebeil zu lösen. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Wir hatten allein letzte Woche 3 Betrunkene im Restaurant. Und in der Woche davor wurde eingebrochen. Meinen Sie echt, dass wir erst höflich mit jemandem reden, der wie ein Irrer in unsere Küche gestürmt kommt? Sie sollten über einen privaten Sicherheitsdienst nachdenken. Das können wir uns nicht leisten. Mathis? Entschuldigen Sie mich. Also, jetzt erzählen Sie uns noch, wer Marla ist. Ihre Tochter? Nee, meine Tochter ist doch die Jenny. Okay, und wer ist Marla? Marla ist eine Überraschung für Jenny, weil Jenny doch mit ihrer Mutter aus Hamburg wegzieht. Sagen Sie uns doch einfach mal, wer Marla ist. Also, meine Ex-Freundin ist ja weg von mir, ne? Und die will mit der Jenny weg aus Hamburg. Hat dann anderen Typen und so. Ich gehe mal davon aus, dass der besser ist als ich. Also, für die Jenny als Vater. Aber ich will nicht, dass meine Kleine mich total vergisst. Und darum habe ich mit meinem letzten Geld die Marla geholt. Als Geschenk für Jenny. Also Marla ist ein Haustier? Ja, klar. Eine Rassehündin. Hat sich die Jenny schon ganz lange gewünscht. Schön. Gut, und Marla wurde gestohlen? Ich war mit ihr Gassi, wollte kurz noch was einkaufen und habe sie vorm Geschäft angebunden. Und als ich wieder rauskam, da habe ich gesehen, dass ein Schlitzauge Marla hier in das Gebäude gebracht hat. Hier gibt es keine Schlitzaugen. Hä? Sie haben doch selbst mit den Schlitzaugen gesprochen. Was habe ich gerade eben gesagt? Ihr habt doch gerade noch mit einer von denen gesprochen. So blöd bin ich nicht, okay? Hauke, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Schlitzaugen sagt man nicht. Das ist nicht so nett. Wo ist das Problem? Man sollte Menschen nicht auf Äußerlichkeiten reduzieren. Das würden sie auch nicht wollen. Aber wie nennt man die dann? Das sind Asiaten, okay? Okay, also einer von denen hat Marla mitgenommen. Und der Typ sah genauso aus wie der Koch hier. Also können Sie mir helfen? Warum sollte Familie Chung ihren Hund stehlen? Na, die Asiaten, die essen doch Hunde. Die haben Marla bestimmt in ihrer Kühlkammer. Jetzt hören Sie mal zu. Sie können froh sein, wenn Sie keine Anzeige bekommen. Und ab jetzt halten Sie sich hier raus. Ist das verstanden? Wenn Sie mir nicht helfen, dann gehe ich da selbst wieder rein. In die Kühlkammer? Der soll froh sein, dass wir keine Anzeige stellen. Die ist da drin, garantiert. Sie würden uns damit einen sehr großen Gefallen tun. Nur ein kurzer Blick. Baba, sie wollen zu sehen, den Kühlschrank. Nicht, wer nicht kann. Ich sage ihnen, schnell, schnell, schnell. Ich sage so, ich sage, sie sind schnell. Ich denke eine Lösung. Das geht nicht, aus Hygienegründen. Wir wollen die Kammer gar nicht betreten, nur mal einen Blick reinwerfen. Ja, haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nehmen die Masken nicht ab. Bei dir? Ich habe noch mal mit der netten Mitarbeiterin aus dem Lager gesprochen. Wegen der Medikamente? Ja, Ephedrin. In allen 3 Erkältungsmitteln. Das wundert mich jetzt gar nicht. Das müssen wir alle melden. Ey, haben Sie nicht gemerkt, dass die uns nicht in den Kühlraum lassen wollte? Sie müssen doch irgendwas tun. Wir haben überhaupt keine Wahl. Wir dürfen da nicht reinschauen. Das ist gegen das Gesetz. Dann mache ich das selbst. Wir wissen, wie wichtig Ihnen Marla ist. Aber wenn Sie noch einmal unerlaubt dieses Restaurant betreten, dann müssen wir Sie leider vorläufig festnehmen, ist das klar? Aber wir müssen doch irgendwas tun können. Ich meine, irgendwas, die ist da drin. Das wissen Sie doch gar nicht genau. Vielleicht ist Marla auch einfach weggelaufen und kommt von alleine wieder nach Hause. Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und wir halten ganz besonders die Augen offen. Und wenn wir sie finden, dann bringen wir sie sofort zu Ihnen. Ja, okay. Danke. Entlaufene Hunde zu suchen, ist nicht unsere Aufgabe. Ist dir schon klar, oder? Ich weiß. Ich musste ihm doch irgendwas sagen. Er tut mir leid. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden nur rezeptfreie Erkältungsmittel gestohlen. Hustensaft, Nasenspray und eine Salbe für die Bronchien. In all diesen Mitteln ist Ephedrin enthalten. Ein aufputschender Bestandteil, der in nahezu allen Erkältungsmitteln enthalten ist. Du kennst das Spiel? Ephedrin, Lithium? Hustensaft und Batteriesäure ergibt zusammen Crystal Meth. Können es Junkies gewesen sein? Unwahrscheinlich. Die würden eher eine kleine Apotheke überfallen. Das war gezielte Arbeit, das waren Profis. Verstehe. Ja, das größere Problem ist die Menge, die geklaut wurde. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel Crystal Meth die herstellen können. Da rollt eine Welle auf Hamburg zu. Okay. Ich benachrichtige Abteilung 2 des LKA. Bis die übernehmen, bleiben wir an der Sache dran. Probleme mit dem Blutdruck? Routineuntersuchung, 24-Stunden-Messung.
Übrigens, Wachmann Krause, ne? Hatte wirklich recht. Ihm wurde sein Hund geklaut. Aber warum belasten die sich mit einem Hund? Wer weiß, wozu man einen Wachhund braucht, der nicht bellt. Also, ich weiß das auch nicht. Bei euch wurde auch ein Hund geklaut? Ja, dem Wachmann eines Medikamentengroßhandels. Der Dieb war nicht zufällig ein Asiat. Keine Ahnung. Im Moment wissen wir noch nicht wirklich viel. Wir wissen nur, dass der Einbruch etwas mit Drogen zu tun hat. Über die Identität der Täter wissen wir nichts. Da muss ich jetzt mal widersprechen. Die vier Kameras von euch haben leider nichts gebracht, aber ich habe noch eine aus der Tiefgarage aufgetan und die Aufnahme angefordert. Sehr gut, Wolle. Ja, allerdings musste ich die Aufnahme kräftig ranzoomen lassen, damit man überhaupt was sieht. Da. In der Bildqualität als Beweismaterial leider unbrauchbar. Franziska Hans, ihr sucht in den Akten nach einem entsprechenden Verdächtigen aus dem Drogenlager. Alles klar. Mathis, denkst du auch, was ich denke? Hundefleisch süß-sauer. Mhm. Bitte? Wir sind da gerade an einem Fall dran, in dem einem chinesischen Koch vorgeworfen wird, einen Hund gestohlen zu haben, um diesen zu kochen. Das ist natürlich rassistisch. Ein völliger Blödsinn. Nur, dass dieser Medikamentendieb genauso aussieht wie unser chinesischer Koch. Und ein Hund wird da auch gestohlen. Dann könnte doch der Koch beide Hunde und die Medikamente in seinem Restaurant versteckt haben. Er wollte jedenfalls nicht, dass wir in seine Kühlkammer gucken. Vielleicht sollten wir da doch mal einen Blick reinwerfen. Bei der Beweislage bekommen wir aber leider keinen Durchsuchungsbeschluss. Da müsst ihr schon mehr anbringen. Also gut, nochmal. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 4 und 5 Uhr? Hallo, was soll das denn? Worum geht's hier? Frau Chung, es geht um einen Einbruch in ein Großhandelslager für Medikamente. Es gibt Aufnahmen einer Sicherheitskamera, auf denen einer der Diebe Ihrem Vater sehr, sehr ähnlich sieht. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich weiß ja, für euch Polizisten sehen wir alle gleich aus. Aber das reicht mir jetzt. Ich werde mich beschweren. Schauen Sie mal. Und? Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, oder? Wollen Sie sich jetzt immer noch beschweren? Mein Vater sagt, dass er zu dieser Uhrzeit bereits im Restaurant alles für den Tag vorbereitet hat. Es gibt Zeugen. Gut, dann haben Sie bestimmt nichts dagegen, wenn wir doch einen kurzen Blick in die Kühlkammer werfen. Daran hat sich nichts geändert, nur mit Durchsuchungsbefehl. Quaizola! Wäre das dann alles? Bei Rückfragen können wir uns dann an Sie wenden? Wenn es sein muss, ja. Nimmst du schon mal die Daten auf? Ich müsste mal kurz Ihre Toilette benutzen. Ich bringe Sie her. Danke, gleich schon. Wer kann denn jetzt alles bezeugen, dass Ihr Vater zur Tatzeit hier war? Sie dürfen hier nicht rein. Wieso, was machen Sie denn? Wir sind mitten in der Befragung. Dann können Sie doch nicht einfach loslaufen. Ich habe nur... Ich habe mein Handy liegen lassen. Hab's geholt. Mathis, wir sind hier fertig, oder? Ja, sehr. Frau Chung, wenn wir noch Fragen an Sie haben, melden wir uns. Vielen Dank. Sag mal, geht's noch? Sowas in Zukunft bitte nicht mehr. Jemand musste doch in die Kühlkammer. Ja, und dieser jemand musste ausgerechnet du sein, oder was? Und? Waren die Medikamente drin? Nein. Aber das hier. Und du meinst, das... Es könnte auch Lamm sein oder Ziege, oder? Und genau das will ich rausfinden. Ja, nur allein anhand des Fotos wird das wohl schwer werden. Deshalb habe ich eine Probe genommen.
Warte mal, warte mal. Komm mal zurück. Zurück. Hier. Vietnamesische Zigaretten mal. Einfach Diebstahl, Drogenhandel, Gewaltverbrechen, Körperverletzung. Das ist er doch, oder? Ja, habe ich irgendwie übersehen. Ja, scheint so. Der denn jetzt her? Der hier stand schon wieder frisch aufgefüllt auf dem Tisch im Aufenthaltsraum. Respekt, Jörn. Sehr lecker. Ja, das Problem dabei ist, dass... Alles in Ordnung? Ja, Arbeit, Stress, hoher Blutdruck, Routineuntersuchung. Ah, gut. Ja, also jedenfalls wollte ich ein für alle mal klarstellen, dass Sie nicht von mir sind. Warum erzählst du mir das? Weil alle hier zu denken scheinen, dass ich die gebacken habe. Was stört dir daran? Ich bin Polizist. Bäcker. Fühlst du dich in deiner Männlichkeit gekränkt? Ja, ein bisschen vielleicht. Jetzt willst du unbedingt wissen, wer die gebacken hat? Genau. Ja, dann find's raus. Du bist der Polizist und kein Bäcker. Mir ist schon klar, dass wir das Fleisch nicht von unseren Leuten untersuchen lassen können, oder? Du hättest gar nicht reingehen dürfen in die Kühlkammer. Ja, weiß ich doch auch. Aber ich habe so eine Idee, wie wir das Problem lösen. Und mit wir meine ich, dich. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Du kanntest doch mal diesen Typen beim Veterinäramt, der wollte dich daten, weißt du noch? Daten? Wohl eher stalken, das war ein totaler Troll. Das weißt du doch gar nicht, du hast ihn noch nie zurückgerufen. Ich hatte auch noch nie ein Loch im Kopf und weiß trotzdem, dass ich das nicht brauche. Wenn wir es offiziell übers Veterinäramt machen, dauert es sicher über eine Woche. Jetzt soll ich mich mit dem Typen treffen, damit wir das Fleisch sofort untersucht kriegen, ja? Vielleicht ist er ja ganz nett. Ganz bestimmt. Du, manchmal muss man eben Opfer bringen, ja? Du willst doch Hauke helfen, oder nicht? Weißt du was? Du hast recht. Ich ruf den mal an. Na siehst du. Ihr könnt über tolle Sachen reden. Gammelfleisch, Schimmelpilzsporen. Lauchdogmatisches Zeug halt. Siehst du ihn? Jo. Der verkauft auf seinem Standplatz wie immer. Ich von der anderen Seite, du von hier? Mhm. Sag mal, wo warst du? Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Ich... Er war auf einmal weg. Franzi, ich weiß, du machst zu Hause eine ziemlich schwere Zeit durch. Und wenn dich das zu sehr mitnimmt... Ja, dann kann ich mir eine Auszeit nehmen. Wovon redest du? Ich rede von der Verantwortung deinem Kollegen gegenüber. Ich war kurz unkonzentriert. Und was wäre, wenn der eine Waffe gegen mich gezogen hätte? Ich muss dir doch hier nicht erklären, wie das läuft. Ich habe ihn kurz aus den Augen verloren. Das hat nichts mit Philipp zu tun. Das kann mal passieren. Das sind doch Sie, oder? Wo waren Sie heute Morgen zwischen 4 und 5? Sie wissen doch, dass wir alle Beweise gegen Sie in der Hand haben. Sie haben die Erkältungsmittel geklaut, um Methamphetamine herzustellen. Crystal Meth.
Also, entweder Sie gehen mit uns den kurzen, angenehmen Weg, kooperieren und bekommen Strafminderung, oder? Den langen, unangenehmen, und Sie wandern für ein paar Jahre in den Bau. Was sollte denn der Quatsch mit dem Hund? Warum haben Sie den Hund mitgenommen? Alte Leier, er weiß, dass wir nichts gegen ihn in der Hand haben und dass wir ihn bald wieder laufen lassen müssen. Habt ihr alle uns bekannten Komplizen überprüft? Ja, ich habe eine Liste zusammengestellt, die Wolle gerade aktualisiert. Hallo. Hey, was ist mit dem Fleisch? Wirklich? Ich danke dir. Hast echt ein Gut. Ja, das geht klar. Ich freue mich schon. Bis später. Tschüss. Mathis, kommst du mal kurz? Was denn? Martin hat gerade die Untersuchungsergebnisse vom Fleisch durchgegeben. Martin? Der Typ vom Veterinäramt, mit dem ich heute Abend essen gehe. Dank dir. Und? Es handelt sich um völlig sauberes, ungiftiges Hundefleisch. Ach Quatsch. Das in der Kühlkammer war wirklich Hundefleisch. Mir graut's jetzt schon davor, mit Hauke zu sprechen. Ja, vorher reden wir noch mit jemand anderen. Dieses Foto und eine Probe des Fleisches wurde uns von einem anonymen Informanten zugespielt. Also kein Grund mehr zu leugnen. Gott, mir ist das so peinlich. Peinlich? Das ist wohl nicht ganz der richtige Ausdruck für das, was Sie Herrn Engelhardt angetan haben. Was? Nein, das war ich nicht. Ich würde sowas nie tun. Ich liebe Hunde. Offensichtlich. Ich meine als Haustiere. Das hier ist also nicht Maler. Um Himmels Willen, nein. Ich werde nächstes Wochenende heiraten. Und meine Eltern stammen aus Guangdong in Südchina. Da ist es Tradition, zur Hochzeit eine Suppe mit Hundefleisch zu essen, weil es die Fruchtbarkeit und die Potenz stärkt. Ja, meinen Eltern ist das wichtig und da habe ich mich bereit erklärt, einen Löffel davon zu essen. Und wo haben Sie das Fleisch her? In Deutschland ist der Verkauf verboten, der Import auch? Ja, aber nicht in der Schweiz. Wir haben das Fleisch in einer speziellen Schlachterei in China bestellt und in die Schweiz schicken lassen. Privat darf man es nach Deutschland einführen. Ich habe die Quittung und alle Papiere vom Zoll. Ich kann also nachweisen, dass das da drin nicht Maler ist. Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wir sind ein Restaurant. Wenn irgendwie rauskommt, dass in unserer Küche Hundefleisch zubereitet wird, dann... Und unseren Gästen wurde nie Hundefleisch serviert. Niemals. Schon gut. Herr Engelhardt hat aber einen Asiaten mit seiner Maler hier ins Haus gehen sehen. Wohnt vielleicht noch eine andere asiatische Familie hier im Haus? Na klar, das Haus gehört ja auch einem Vietnamesen. Mein Vater sagt, dass er in den letzten Wochen zwei Vietnamesen beobachtet hat, die Kartons in den Keller brachten. Das letzte Mal gestern. Würde Ihr Vater die Männer wiedererkennen? Das ist einer von denen. Sehr gut, Mathis. Mit einem Augenzeugen bekommen wir einen Durchsuchungsbeschluss. So lange können wir hier nicht warten. Dann schaut ihr euch den Keller einfach mal an. Ich schicke Franzi und Hans als Unterstützung. Verstanden. Gefahr im Verzug. Franzi? Moin, Philipp. Ich hole schon mal den Wagen. Was willst du hier? Du gehst ja nicht ans Telefon. Stimmt, das hat auch seinen guten Grund. Jetzt rede mit mir, komm schon. Ich arbeite. Es ist wichtig. Du hast kein Recht hierher. Ich weiß, okay? Ich weiß. Aber es geht dir nicht nur um mich. Das ist ja noch schöner. Hast du es auch gedacht, als du mit der Fink ins Bett gegangen bist, dass es nicht nur um dich geht? Hör zu, die Kinder wissen nicht, was los ist. Und fragen mich jeden Tag, wann ich endlich wieder nach Hause komme. Du kommst hierher und setzt mich unter Druck, ja? Weißt du, wir brauchen Gewissheit, wie es mit uns weitergeht.
Ich glaube, dass Sie mit jeder Entscheidung leben können. Auch mit der schlimmsten. Aber so, das, die Unsicherheit, das fasst Sie auf. Ich muss los. Wo es im Buche steht. Hey, ihr beiden. Na? Du bist Maler. Hm? Und du bist der Riffi. Diese Mistkäppe. Die nutzen die Hunde als Warnsystem für giftige Dämpfer. Das ist die Entlüftungsanlage. Die saugt die Dämpfer ab. Dann öffnen Sie die Tür zur Kammer und bei den Hunden sehen Sie, ob die Luft sauber ist. Dann nehmen Sie Ihre Gasmasken ab. Sagst du Bescheid? Ich gebe dem Hund mal Wasser. Na, ihr beiden, das LKA ist informiert. Huster groß. Ja, wir sind total durch den Wind. Ihr schafft das hier, oder? Dann würden wir schon mal... Na? Ja, komm. Ja. Haben die zwei ja geschickt eingefädelt. Jenny, mach dir keine Sorgen. Ich freue mich trotzdem auf dich. Ja, ich hab dich lieb. Mala! Hey! Hey, wo kommst du denn her? Zu Ihnen wollten wir gerade. Wir wollten den Maler zurückbringen. Sie brauchen Ihrer Tochter keinen neuen Hund kaufen. Das hätte ich sowieso nicht gekonnt. Kein Geld. Das Diamond hat zugemacht. Hey, das Modell? Ja. Da habe ich auch Jennys Mutter kennengelernt. Ich war der Rausschmeißer, wenn jemand Ärger gemacht hat und so. Das heißt, Sie suchen einen neuen Job? Ja, ja. Hey, Jenny. Hey. Und er soll unser Sicherheitsdienst sein. Naja, ich meine, Sie haben ihn ja in der Aktion erlebt. Er lässt sich nicht mal von einem messerschwingenden Koch abschrecken. Und er kostet auch weniger als ein regulärer Sicherheitsdienst. Und du würdest wirklich für uns arbeiten wollen? Auf jeden Fall. Also, ich mag nicht, wenn man unterbezahlt wird. Und wir können dir auch wirklich nicht so viel geben. Aber als Ausgleich kannst du jeden Tag bei uns essen. Wenn du magst. Ich liebe Essen von von Asiaten. Gut, dann kommen wir ins Geschäft. Thank you.
Franzi und Hans bewachen das Drogenlabor, bis die Kollegen von der Abteilung 2 da sind und ich bin zu Tisch. Na dann. Rifki! Ja, da bist du ja wieder. Sag mal, was haben die denn mit dir gemacht? Herr Krause? Danke, vielen Dank. Gerne, da nicht für. Sag mal, jetzt gehen wir erstmal zu Frau Schön, ne? Ja, was schön. Aus Wohlfaller, ein Plätzchenbäcker. Mein Arzt hat mir ein beruhigendes Hobby verschrieben und ich hasse Angeln. Und wieso das ganze Versteckspiel? Fühlst du dich in deiner Männlichkeit gekränkt? Können die Kollegen vor mir noch Respekt haben, wenn sie sich vorstellen müssen, wie ich in Schürze am Backblech mit Ausstechförmchen spiele? Weiß nicht. Deswegen muss das unter uns bleiben, Jörn. Okay. Noch mehr Kekse? Ich dachte, du machst ja nichts aus Gebäck. Zum Tee schon. Ist hier was im Busch? Also ich glaube, wir können jetzt mal mit der Wahrheit rausrücken, oder, Wolf? Also, ich habe die Kekse gebacken. Er hat mich erwischt. Da habe ich ihm den Restvorrat gegeben. Wusste ich's doch, Wolle. Die sind saulecker, dafür braucht man sich nicht zu schämen. Du hast recht. Also, jedenfalls, Wolf findet die auch so lecker, dass ich ihm versprechen musste, noch mehr davon zu backen. Du wirst backen und backen, ja. Du bist auch immer Glückskeksen. Hast du Lust, noch ein Bier trinken zu gehen? Ich bin noch mit Martin verabredet. Schon vergessen? Gammelfleisch, Martin? Yep. Der Troll von Hamburg. Wenn man vom Teufel spricht. Das ist der Troll, ja? Mhm. Und du hast mich quasi auf ihn aufmerksam gemacht. Danke dafür. Tschüss. Hier drinnen habe ich Empfang. Gibt's doch nicht. Bist du bei der Sache? Du hattest recht, ich war vorhin abgelenkt. Ja, Philipp hat angerufen. Es tut mir leid. Ich bin bei der Sache. Ich bring dich nicht nochmal in Gefahr. Ich weiß. Jetzt nehmen Sie die Hände nach oben.
Und jetzt drehen Sie sich um. Übrigens, Wachmann Krause, ne? Hatte wirklich recht. Ihm wurde sein Hund geklaut. Aber warum belasten die sich mit einem Hund? Wer weiß, wozu man einen Wachhund braucht, der nicht bellt. Also, ich weiß das auch nicht. Bei euch wurde auch ein Hund geklaut? Ja, dem Wachmann eines Medikamentengroßhandels. Der Dieb war nicht zufällig ein Asiat. Keine Ahnung. Im Moment wissen wir noch nicht wirklich viel. Wir wissen nur, dass der Einbruch etwas mit Drogen zu tun hat. Über die Identität der Täter wissen wir nichts. Da muss ich jetzt mal widersprechen. Die vier Kameras von euch haben leider nichts gebracht, aber ich habe noch eine aus der Tiefgarage aufgetan und die Aufnahme angefordert. Sehr gut, Wolle. Ja, allerdings musste ich die Aufnahme kräftig ranzoomen lassen, damit man überhaupt was sieht. Da. In der Bildqualität als Beweismaterial leider unbrauchbar. Franziska Hans, ihr sucht in den Akten nach einem entsprechenden Verdächtigen aus dem Drogenlager. Alles klar. Mathis, denkst du auch, was ich denke? Hundefleisch süßsauer. Mhm. Bitte? Wir sind da gerade an einem Fall dran, in dem einem chinesischen Koch vorgeworfen wird, einen Hund gestohlen zu haben, um diesen zu kochen. Das ist natürlich rassistisch. Ein völliger Blödsinn. Nur, dass dieser Medikamentendieb genauso aussieht wie unser chinesischer Koch. Und ein Hund wird da auch gestohlen. Dann könnte doch der Koch beide Hunde und die Medikamente in seinem Restaurant versteckt haben. Er wollte jedenfalls nicht, dass wir in seine Kühlkammer gucken. Vielleicht sollten wir da doch mal einen Blick reinwerfen. Bei der Beweislage bekommen wir aber leider keinen Durchsuchungsbeschluss. Da müsst ihr schon mehr anbringen. Also gut, nochmal. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 4 und 5 Uhr? Hallo, was soll das denn? Worum geht's hier? Frau Chung, es geht um einen Einbruch in ein Großhandelslager für Medikamente. Es gibt Aufnahmen einer Sicherheitskamera, auf denen einer der Diebe ihrem Vater sehr, sehr ähnlich sieht. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich weiß ja, für euch Polizisten sehen wir alle gleich aus. Aber das reicht mir jetzt. Ich werde mich beschweren. Schauen Sie mal. Und? Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, oder? Wollen Sie sich jetzt immer noch beschweren? Mein Vater sagt, dass er zu dieser Uhrzeit bereits im Restaurant alles für den Tag vorbereitet hat. Es gibt Zeugen. Gut, dann haben Sie bestimmt nichts dagegen, wenn wir doch einen kurzen Blick in die Kühlkammer werfen. Daran hat sich nichts geändert, nur mit Durchsuchungsbefehl. Quaizola! Wäre das dann alles? Bei Rückfragen können wir uns dann an Sie wenden? Wenn es sein muss, ja. Nimmst du schon mal die Daten auf? Klar. Hauke, wir helfen Ihnen, Maler zu finden. Aber erstmal müssen Ihre Verletzungen versorgt werden. Dafür gehen wir raus aus der Küche, ja? Okay. Na los. Aber der da darf nicht weggehen! Niemand geht hier irgendwo hin. Kommen Sie. Gehen Sie vor. Na los. Mhm, verstehe. Und die Blutwerte? Ja, gut. Das schaue ich mir an, ja? Vielen Dank. Morgen. Morgen, ne? Ihr wollt bestimmt zu Herrn Krause. Ja, ist er ansprechbar? Ja, die Werte sind soweit stabil, aber er hat noch Kopfschmerzen, Frau Kuhn. Wir machen es kurz und schmerzlos. Gut, ihr liegt im Zimmer 12. Aber wisst ihr was? Ich muss sowieso in die Richtung. Ich kann euch bringen. Na? Alles okay bei dir? Siehst müde aus. Ja, Stress mit Philipp. Oh. Das tut mir leid. Schon gut. Oh je, ich muss. Ja, geht schon mal vor. Nee, bleib zu Hause. Ich bin doch eh bald wieder raus hier. Ja. Du, Schatz, die haben den Riffi.
Ja. Ja, ich tue natürlich an. Nee, nee. Telefonieren Sie ruhig zu Ende. Kommen Sie, ich bin fertig. Du, Schatz, ich muss Schluss machen. Die Kollegen von der Polizei sind hier, ja? Ja, mach das. Tschüss. Mach das. Moin. 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 Na, Herr Krause, was wissen Sie noch von dem Einbruch? Haben Sie einen der Täter sehen können? Ja, wie denn? Wir sind da von hinten gekommen. Ich konnte doch gar nichts sehen. Aber von einem können Sie ausgehen. Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Wieso? Ja, weil die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Schwachstelle vom Lager ist der Lieferanteneingang. Und da sind die Kerle auch sicher eingestiegen, richtig? Ja. Seit Jahren, sag ich der Betriebsleitung, baut ein ordentliches Schloss ein. Aber nee, da wird ja jeder Cent erstmal umgedreht, anstatt was für die Sicherheit zu tun, ne? Und Sie meinen, die Einbrecher wussten, dass der Lieferanteneingang die Schwachstelle ist? Ja, dann müssen die irgendwie ausbaldobert haben. Und dann haben sie mich mit dem Geräusch zwischen die Regale gelockt und da haben sie mich dann überfallen, ne? Profis eben. Ja. Und die Kamerabilder? Wahrscheinlich auch nichts zu sehen, ne? Wir haben das Material von 3 Kameras, aber darauf ist nichts zu sehen. Gibt es weitere Kameras? Im Medikamentenlager, glaube ich, 4 Stück. Haupt- und Lieferanteneingang und dann jeweils einen an der Nord- und Ostseite im Gebäude. Ich kümmere mich mal um die 4. Kamera. Ja, mehr habe ich Ihnen leider gar nicht zu bieten. Auf jeden Fall. Liebes, ruhiges Tier. Nie im Leben wird er ausgebüxt. Jetzt können Sie ja gleich alles mit der Polizei beschnacken. Bei Ihnen ist soweit alles okay. Sie haben ein leichtes Schädel-Hirntrauma, deswegen die Kopfschmerzen. Gehirnerschütterung. Genau. Wir würden aber trotzdem gerne noch ein MRT in der Klinik machen, um alle Eventualitäten auszuschließen. Moin, Hauptkommissar Moore. Moin. Sie sind der Wachmann, der niedergeschlagen wurde? Ja. Krause, mein Name. Wolfgang Krause. Hören Sie mal. Ja. Können wir die Befragung bitte später machen, nach der Untersuchung im EKA? Wir sehen uns dann im Krankenhaus, Herr Krause. Aber ich muss ja doch wegen meinem Hund Bescheid sagen. Herr Krause, erst Ihr Kopf, dann Pfiffi, ne? Riffi. Riffi. Hans, komm mal. Ist schon toll, wenn der Arbeitstag mit einer Kaffeepause beginnt. Guten Morgen. Auch einen Keks? Nee, danke. Ihr müsst vorhin die Erdmannstraße auf dem Kiez nach einem alliierten Mann in einem China-Restaurant. Genau, die Adresse steht drauf. Ole, die Kekse sind sensationell. Die sind aber nicht von mir. Wissen wir denn schon, was gestohlen wurde? Nasifit, Pulmoaktivsaft und Pulmoaktivsalbe. Hustensaft und Nasenspray? Das ist doch nicht verschreibungspflichtig, oder? Wer dringt in ein Medikamentenlager ein und klaut Sachen, die er rezeptfrei in jeder Apotheke bekommt? Jemand, der einen starken Schnupfen hat? Danke. Wo ist Mara? Tudi! Wo? Was sagst du denn? Wo habt ihr sie hingebracht, hä? Ist sie da drin? Sagst du denn? Kolla, 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 Kolla. Schon schon sein Schuhmann, schon schon sein Schuhmann. Lass ihn los! Polizei! Lass den Mann los! Okay, ganz ruhig jetzt. Ich will nur meine Maler. Stehen bleiben! Weg mit dem Ball! Sofort! Das ist nicht mein Hackebeil. Runter damit! So, das Hackebeil ist weg. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt hier raus und unterhalten uns in aller Ruhe und friedlich. Haben Sie das verstanden? Nicht ohne Maler! Sie zuerst, na los. Nicht ohne Maler! Wir finden Maler, okay? Wie heißen Sie? Ich? Hauke. Hauke Engelhardt. Hey. Franziska Hans, ihr sucht in den Akten nach einem entsprechenden Verdächtigen aus dem Drogenlager. Alles klar. Mathis, denkst du auch, was ich denke?
Hundefleisch süß-sauer. Mhm. Bitte? Wir sind da gerade an einem Fall dran, in dem einem chinesischen Koch vorgeworfen wird, einen Hund gestohlen zu haben, um diesen zu kochen. Das ist natürlich rassistisch. Ein völliger Blödsinn. Nur, dass dieser Medikamentendieb genauso aussieht wie unser chinesischer Koch. Und ein Hund wird da auch gestohlen. Dann könnte doch der Koch beide Hunde und die Medikamente in seinem Restaurant versteckt haben. Er wollte jedenfalls nicht, dass wir in seine Kühlkammer gucken. Vielleicht sollten wir da doch mal einen Blick reinwerfen. Bei der Beweislage bekommen wir aber leider keinen Durchsuchungsbeschluss. Da müsst ihr schon mehr anbringen. Also gut, nochmal. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 4 und 5 Uhr? Hallo, was soll das denn? Worum geht's hier? Frau Chung, es geht um einen Einbruch in ein Großhandelslager für Medikamente. Es gibt Aufnahmen einer Sicherheitskamera, auf denen einer der Diebe Ihrem Vater sehr, sehr ähnlich sieht. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich weiß ja, für euch Polizisten sehen wir alle gleich aus. Aber das reicht mir jetzt. Ich werde mich beschweren. Schauen Sie mal. Und? Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, oder? Wollen Sie sich jetzt immer noch beschweren? Mein Vater sagt, dass er zu dieser Uhrzeit bereits im Restaurant alles für den Tag vorbereitet hat. Es gibt Zeugen. Gut, dann haben Sie bestimmt nichts dagegen, wenn wir doch einen kurzen Blick in die Kühlkammer werfen. Daran hat sich nichts geändert, nur mit Durchsuchungsbefehl. Quaizola! Wäre das dann alles? Bei Rückfragen können wir uns dann an Sie wenden? Wenn es sein muss, ja. Nimmst du schon mal die Daten auf? Ich müsste mal kurz Ihre Toilette benutzen. Ich bringe Sie hin. Danke, gleich schon. Wer kann denn jetzt alles bezeugen, dass Ihr Vater zur Tatzeit hier war? Wir gehen jetzt hier raus und unterhalten uns in aller Ruhe und friedlich. Haben Sie das verstanden? Nicht ohne Maler. Sie zuerst, na los. Nicht ohne Maler! Wir finden Maler, okay? Wie heißen Sie? Ich? Hauke. Hauke Engelhardt. Herr Engelhardt? Hauke. Hauke. Wir helfen Ihnen, Maler zu finden. Aber erstmal müssen Ihre Verletzungen versorgt werden. Dafür gehen wir raus aus der Küche, ja? Okay. Na los. Aber der da darf nicht weggehen! Niemand geht hier irgendwo hin. Kommen Sie. Gehen Sie vor. Na los. Mhm, verstehe. Und die Blutwerte? Ja, gut. Das schaue ich mir an, ja? Vielen Dank. Morgen. Morgen, ne? Ihr wollt bestimmt zu Herrn Krause. Ja, ist er ansprechbar? Ja, die Werte sind soweit stabil, aber er hat noch Kopfschmerzen, Frau Kuhn. Wir machen es kurz und schmerzlos. Gut, ihr liegt in Zimmer 12. Aber wisst ihr was, ich muss sowieso in die Richtung, ich kann euch bringen. Na, alles okay bei dir? Siehst müde aus. Na, Stress mit Philipp. Oh, das tut mir leid. Schon gut. Oh je, ich muss. Ja, geht schon mal vor.
Nee, bleib zu Hause. Ich bin doch bald wieder raus hier. Ja. Du, Schatz, die haben den Riffi. Ja. Ja, ich tu natürlich an. Nee. Telefonieren Sie ruhig zu Ende. Kommen Sie, ich bin fertig. Du, Schatz, ich muss Schluss machen. Die Kollegen von der Polizei sind hier, ja? Ja, mach das. Tschüss. Mach das. Moin. 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 Na, Herr Krause, was wissen Sie noch von dem Einbruch? Haben Sie einen der Täter sehen können? Ja, wie denn? Wir sind da von hinten gekommen. Ich konnte doch gar nichts sehen. Aber von einem können Sie ausgehen. Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Wieso? Aber die Hausaufgaben. Valerie? Wo es im Buche steht. Hey, ihr beiden. Na? Du bist Maler. Hm? Und du bist der Riffi? Diese Mistkäppe. Die nutzen die Hunde als Warnsystem für giftige Dämpfer. Das ist die Entlüftungsanlage. Die saugt die Dämpfer ab. Dann öffnen Sie die Tür zur Kammer und bei den Hunden sehen Sie, ob die Luft sauber ist. Dann nehmen Sie Ihre Gasmasken ab. Sagst du Bescheid? Ich gebe den Hunden mal Wasser. Na, ihr beiden, das LKA ist informiert. Hust der Groß. Ja, wir sind total durch den Wind. Ihr schafft das hier, oder? Dann würden wir schon mal... Na? Ja, komm. Ja. Haben die zwei ja geschickt eingefädelt. Jenny, mach dir keine Sorgen. Ich freue mich trotzdem auf dich. Ja, ich hab dich lieb. Maler! Hey, wo kommst du denn her? Zu Ihnen wollten wir gerade. Wir wollten den Maler zurückbringen. Sie brauchen Ihrer Tochter keinen neuen Hund kaufen. Das hätte ich sowieso nicht gekonnt. Kein Geld. Das Diamond hat zugemacht. Das Bordell? Ja. Da habe ich auch Jennys Mutter kennengelernt. Ich war der Rausschmeißer. Zurück. Hier. Vietnamesische Zigaretten mal. Einfach Diebstahl, Drogenhandel, Gewaltverbrechen, Körperverletzung. Das ist er doch, oder? Ja, habe ich irgendwie übersehen. Ja, scheint so. Kommt der denn jetzt her? Der hier stand schon wieder frisch aufgefüllt auf dem Tisch im Aufenthaltsraum. Respekt, Jörn. Sehr lecker. Ja, das Problem dabei ist, dass... Alles in Ordnung? Ja, Arbeitsstress, hoher Blutdruck, Routineuntersuchung. Ah, gut. Ja, also jedenfalls wollte ich ein für alle mal klarstellen, dass Sie nicht von mir sind. Warum erzählst du mir das? Weil alle hier zu denken scheinen, dass ich die gebacken habe. Was stört dir daran? Ich bin Polizist. Kein Bäcker. Fühlst du dich in deiner Männlichkeit gekränkt?
Ja, ein bisschen vielleicht. Jetzt willst du unbedingt wissen, wer die gebacken hat? Genau. Ja, dann find's raus. Du bist der Polizist und kein Bäcker. Mir ist schon klar, dass wir das Fleisch nicht von unseren Leuten untersuchen lassen können, oder? Du hättest gar nicht reingehen dürfen in die Kühlkammer. Ja, weiß ich doch auch. Aber ich habe so eine Idee, wie wir das Problem lösen. Und mit wir meine ich, dich. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Du kanntest doch mal diesen Typen beim Veterinäramt, der wollte dich daten, weißt du noch? Daten? Wohl eher stalken, das war ein totaler Troll. Das weißt du doch gar nicht, du hast ihn noch nie zurückgerufen. Ich hatte auch noch nie ein Loch im Kopf und weiß trotzdem, dass ich das nicht brauche. Wenn wir es offiziell übers Veterinäramt machen, dauert sicher über eine Woche. Jetzt soll ich mich mit dem Typen treffen, damit wir das Fleisch sofort untersucht kriegen, ja? Vielleicht ist er ja ganz nett. Ganz bestimmt. Du, manchmal muss man eben Opfer bringen, ja? Du willst doch Hauke helfen, oder nicht? Weißt du was? Du hast recht. Ich ruf den mal an. Na, siehst du. Ihr könnt über tolle Sachen reden. Gammelfleisch, Schimmelpilzsporen. Lauch doch mal dieses Zeug halt. Siehst du ihn? Jo. Der verkauft auf seinem Standplatz wie immer. Ich von der anderen Seite, du von hier? Mhm. Na, die Asiaten, die essen doch Hunde. Die haben Maler bestimmt in ihrer Kühlkammer. Jetzt hören Sie mal zu. Sie können froh sein, wenn Sie keine Anzeige bekommen. Und ab jetzt halten Sie sich hier raus. Ist das verstanden? Wenn Sie mir nicht helfen, dann gehe ich da selbst wieder rein. In die Kühlkammer? Der soll froh sein, dass wir keine Anzeige stellen. Die ist da drin, garantiert. Sie würden uns damit einen sehr großen Gefallen tun. Nur ein kurzer Blick. Baba, sie wollen zu den Kühlkammern gehen. Nicht, ich kann nicht gehen. Ich sage ihnen, schnell gehen. Ich sage ihnen, schnell gehen. 你想个办法呀 das geht nicht, aus Hygienegründen. Wir wollen die Kammer gar nicht betreten, nur mal einen Blick reinwerfen. Ja, haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Und? Nix. Die nehmen die Masken nicht ab. Bei dir? Ich habe noch mal mit der netten Mitarbeiterin aus dem Lager gesprochen. Wegen der Medikamente? Ja, Ephedrin. In allen drei Erkältungsmitteln. Das wundert mich jetzt gar nicht. Das müssen wir alle melden. Ey, haben Sie nicht gemerkt, dass die uns nicht in den Kühlraum lassen wollte? Sie müssen doch irgendwas tun. Wir haben überhaupt keine Wahl. Wir dürfen da nicht reinschauen. Das ist gegen das Gesetz. Dann mach ich das selbst. Wir wissen, wie wichtig Ihnen Maler ist. Aber wenn Sie noch einmal unerlaubt dieses Restaurant betreten, dann müssen wir Sie leider vorläufig festnehmen, ist das klar? Aber wir müssen doch irgendwas tun können. Ich meine, irgendwas, die ist da drin. Das wissen Sie doch gar nicht genau. Vielleicht ist Maler auch einfach weggelaufen und kommt von alleine wieder nach Hause. Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und wir halten ganz besonders die Augen offen. Und wenn wir Sie finden, dann bringen wir Sie sofort zu Ihnen. Ja, okay. Danke. Entlaufene Hunde zu suchen, ist nicht unsere Aufgabe. Ist dir schon klar, oder? Ich weiß. Ich musste ihm doch irgendwas sagen. Er tut mir leid. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden nur rezeptfreie Erkältungsmittel gestohlen. Hustensaft, Nasenspray und eine Salbe für die Bronchien. In all diesen Mitteln ist Ephedrin enthalten. Ein aufputschender Bestandteil, der in nahezu allen Erkältungsmitteln enthalten ist. Du kennst das Spiel? Ephedrin, Lithium? Hustensaft und Batteriesäure ergibt zusammen Crystal Meth. Können es Junkies gewesen sein? Unwahrscheinlich. Die würden eher eine kleine Apotheke überfallen. Das war gezielte Arbeit. Das waren Profis. Verstehe. Ja, das größere Problem ist die Menge, die geklaut wurde. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel Crystal Meth die herstellen können. Da rollt eine Welle auf Hamburg zu. Okay. Ich benachrichtige Abteilung 2 des LKA. Bis die übernehmen, bleiben wir an der Sache dran. Probleme mit dem Blutdruck? Man unterbezahlt wird und wir können dir auch wirklich nicht so viel geben. Aber als Ausgleich kannst du jeden Tag bei uns essen. Ja.
Wenn du magst. Ich liebe Essen von von Asiaten. Gut, dann kommen wir ins Geschäft. Franzi und Hans bewachen das Drogenlabor, bis die Kollegen von der Abteilung 2 da sind und ich bin zu Tisch. Na dann. Rifi! Ja, da bist du ja wieder. Sag mal, was haben die denn mit dir gemacht? Herr Krause? Danke, vielen Dank. Gerne, da nicht für. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Frau schon, ne? Aus Wohlfaller, ein Plätzchenbäcker. Mein Arzt hat mir ein beruhigendes Hobby verschrieben und ich hasse Angeln. Und wieso das ganze Versteckspiel? Fühlst du dich in deiner Männlichkeit gekränkt? Können die Kollegen vor mir noch Respekt haben, wenn sie sich vorstellen müssen, wie ich in Schürze am Backblech mit Ausstechförmchen spiele? Weiß nicht. Deswegen muss das unter uns bleiben, Jörn. Okay. Noch mehr Kekse? Ich dachte, du machst dir nichts aus Gebäck. Zum Tee schon. Ist hier was im Busch? Also ich glaube, wir können jetzt mal mit der Wahrheit rausrücken, oder, Wolf? Also, ich habe die Kekse gebacken, er hat mich erwischt. Da habe ich ihm den Restvorrat gegeben. Wusste ich's doch, Wolle. Die sind saulecker, dafür braucht man sich nicht zu schämen. Du hast recht. Ja. Also, jedenfalls. Ja, klar. Bestimmt lecker, so wie ich dich kenne. Ja, aber die sind nicht von mir. Sie sagen, die Einbrecher hätten ihren Hund geklaut? Ja, hundertprozentig. Ja, wer heißt denn Johann? Eigentlich Riffifi. Aber hören tut er auf Riffi. Das ist so ein ganz liebes, ruhiges Tier. Nie im Leben wird er ausgebüxt. Das können Sie ja gleich alles mit der Polizei beschnacken. Bei Ihnen ist soweit alles okay. Sie haben ein leichtes Schädel-Hirntrauma. Deswegen die Kopfschmerzen. Genau. Wir würden aber trotzdem gerne noch ein MRT in der Klinik machen, um alle Eventualitäten auszuschließen. Moin, Hauptkommissar Moore. Moin. Sie sind der Wachmann, der niedergeschlagen wurde? Ja, Krause, mein Name. Wolfgang Krause. Also mal. Ja, können wir die Befragung bitte später machen, nach der Untersuchung im EK? Wir sehen uns dann im Krankenhaus, Herr Krause. Aber ich muss ja doch wegen meinem Hund Bescheid sagen. Herr Krause, erst Ihr Kopf, dann Pfiffi, ne? Riffi. Riffi. Hans, komm mal. Ist schon toll, wenn der Arbeitstag mit einer Kaffeepause beginnt. Guten Morgen. Auch ein Keks? Nee, danke. Ihr müsst sofort in die Erdmannstraße auf dem Kiez nach einer alliierten Mann in einem China-Restaurant. Genau, die Adresse steht drauf. Olle, die Kekse sind sensationell. Die sind aber nicht von mir. Wissen wir denn schon, was gestohlen wurde? Nasifit, Pulmoaktivsaft und Pulmoaktivsalbe. Hustensaft und Nasenspray? Das ist doch nicht verschreibungspflichtig, oder? Wer dringt in ein Medikamentenlager ein und klaut Sachen, die er rezeptfrei in jeder Apotheke bekommt? Jemand, der einen starken Schnupfen hat? Danke. Wo ist Marder?
gesagt, hä? Ist sie da drin? Sauf drin hier! Sauf drin! Ich will nur meine Maler. Stehen bleiben! Weg mit dem Ball! Sofort! Das ist nicht mein Hackebeil. Runter damit! So, das Hackebeil ist weg. Okay, alles klar.